BMW ist seit 2010 Technologiepartner des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland und des Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten. Es sind Hundertstel Sekunden, die entscheiden. Entsprechend wichtig sind Technologie und Aerodynamik des Bobs. Die Bobbahn Altenberg im Erzgebirge, der schwierigste Eiskanal Deutschlands und Austragungsort des BMW IBSF Weltcups Bob und Skeleton. BMW setzt bei der Unterstützung auf Technologien und Analysemethoden, die sie auch im Automobilbau einsetzen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten mit BMW und Bob. Natürlich erstmal die Aerodynamik, man sieht es ja auch. Dann die Fahrdynamik und natürlich auch die Fahrfreude im Bob, wenn man die Baubahn mit hoher Geschwindigkeit runterfährt. Wir wollen einfach das Know-how von BMW für uns nutzen in der Aerodynamik, in der Materialfrage, speziell auch in der Kohlefasertechnologie. BMW ist ja sehr innovativ, auch mal im Querdenken. Ja, und genau das brauchen wir in unserem Sport. Wir müssen schnelle Entscheidungen treffen, wir müssen schnell reagieren können. Wir zählen ja immer Hundertstel, Zehntel Sekunden und jede Kleinigkeit ist da gravierend, speziell in der Aerodynamik. Dazu unterstützte BMW den BSD und das FES bei der Änderung der äußeren Form des Bobs. Verringerter Luftwiderstand bedeutet verbesserte Aerodynamik. Wichtig dabei, die Anströmung des Piloten und die Weiterleitung der Luft an den sogenannten Abweiser. Die Luft muss am Bob immer so nah wie möglich anliegen. Auch diese Anschubbügel hinten, wo der Wind hier dann vorbeigeht, wo geht er vorbei, geht er nach innen vorbei, geht er nach außen vorbei. Das sind einfach so kleine Fragen, die wir immer gehabt haben und da hat uns BMW doch sehr stark beeinflusst. Wir fahren zurzeit mit der besten Aerodynamik, die es auf der Welt gibt. Und das motiviert die Sportler, das motiviert uns Trainer, einfach zu wissen, okay, die Aerodynamik bremst uns nicht mehr. Denn dadurch kann man die Hundertstel bzw. Zehntel Sekunden herausholen, die im Lauf zwischen Platz 1 und Platz 5 entscheiden. Weiter spielt das Material eine entscheidende Rolle. Ein Viererbob muss mindestens 210 Kilogramm wiegen. Dabei gilt, er muss stabil und dennoch so leicht wie möglich sein. Die Verkleidung des Bobs ist aus Carbon. Das macht ihn leicht. So kann das übrige Gewicht des Bobs optimal verteilt werden. Dass wir festes Material wie Metall oder Aluminium verbinden mit Kohlefaser, dass wir dort ein Schwingungsverhalten, ein Fahrverhalten haben, das wenig Eis zerstört und dass wir so schnell wie möglich auf der Bahn sind. Man denkt auch mal wiederum an den i8 und das ist genau die Technologie, die BMW uns liefert. Aerodynamik ist besser, man merkt, dass man in den Höchstgeschwindigkeitsbereichen besser dabei ist als vorher. Und er liegt schön satt, alles entspannt, man hat keine Probleme, dass er hin und her springt auf der Geraden oder so. Das ist ein sehr schönes Fahren mit dem Schlitten. Ein dreifacher Sieg für Team Deutschland. Eine Partnerschaft mit Erfolg.